Ja, und somit herzlich willkommen bei Cyberpunk 2077. Weiter geht's. Wir machen heute ein paar kleinere Missionen. AKA NCPD-Aufträge. Um diesen Stadtteil hier mal fertig zu säubern, wenn denn unser Auto kommen würde. Ah, jetzt. Und da habe ich zwei Sachen auf der Map markiert, die noch offen sind in diesem Gebiet hier. Einmal ein NCPD-Auftrag und irgendwo müssen wir noch eine Person retten. Das ist alles auch nicht allzu weit entfernt, von daher können wir ganz kurz mal dahin gehen. Einmal haben wir hier links schon mal was. Da wären wir. Dashen manchmal. Alter. Das ging schnell. Und einfach. Ein Gespräch zwischen Gavin und Adam. Und diese Dealerfotze hat einen Nein gesagt. Nein gesagt. Ist das ihr scheiß Ernst? Die sagt Nein zu einem zahlenden Kunden? Jetzt tut die Fotze ganz fein, als wäre sie zu gut für mich. Ihr müsst ihr eine kleine Lektion erteilen. Macht die Bitch kalt. Sie ist Dealerin bei den Tigers und eigentlich in Ordnung. Lass sie einen in Ruhe. Und ich bin Gavin Kaczynski. Verdammt nochmal, bedeutet das gar nichts mehr hier? Ich hab gesagt, ihr sollt sie umlegen. Deinem Vater wird das nicht gewann. Es ist dein Job, Befehle zu befolgen. Muss ich ihm erzählen, mit wem du dich noch abgibst? Bei wem du dir was extra verdienst? Okay, ich mach es. Aber das wird garantiert Folgen für uns haben. Ich meine es ernst. Ist mir scheißegal. Okay. 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 Kaneto Tanaka und Ryoko Kumi. Hey, kannst du diesen Typ belieben? Gavin? Der hat echt eine ganze Menge bestellt. Ich habe es dir schon mal gesagt. Kannst du knicken? Schick einen der Jungs. Gavin meint, dass er nur von dir kauft. Warum machst du dir wegen dem Depp seinen Stress? Der will dir nur ein paar Komplimente machen. Du weißt schon, dass ich ihm die Nase gebrochen habe, oder? Die andere wäre eigentlich eine Frau. Naja, sorry. Dann will er wohl mehr davon, Ryoko. Die Bestellung ist echt groß. Außerdem hat der Junge Beziehungen. Ach komm bitte, es wird sich für dich lohnen. Fuck, na gut. Aber wenn der mich nochmal angreift, breche ich ihm auch den Arm. Schön, dass du doch noch einverstanden bist. Danke. Ja, das lief nicht gut.
Und die machen hier einfach Drogendeals, obwohl es Kameras hat. Okay, why not? Muss ich nicht verstehen. Und hier gibt es noch ein bisschen Money zum Absagen. Okay, das war doof. Okay, noch nicht. Gut. Haben wir das schon erledigt? Einfach und schnell. Gleich zum nächsten. Vielleicht gibt es sogar ein Achievement, wenn wir diesen Bereich hier gerannt haben. Und ich glaube, das ist das Letzte, was wir hier noch machen müssen. Ja, moin! Danke. V, you are to rescue Lauren Costigan, wife of Bradley Costigan, my client. She is being held captive by the Tiger Claws. If you wish to know more, read the attachment. Okay. SOS Söldner gesucht. Lauren Costigan, vor den Tiger Claws retten, Raymond Street. Alte Sünden werfen lange Schatten. Und Bradley Costigan hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht. Damit brachte er nicht nur sich selbst ins Gefängnis, sondern auch eine Menge Ärger ins Leben seiner Frau, Lauren Costigan. Es ist deine Aufgabe, ihr zu helfen. Als Bradley hinter Gittern landete, wurde er von alten Bekannten bei den Tiger Claws kontaktiert, damit er für sie ein paar Verräter im Knast absticht. Als er sich weigerte, nahm das Drama seinen Lauf. Die Tigers entführten Bradleys Frau und schickten ihm Beweisbilder, woraufhin dieser sich natürlich doch kooperativ zeigte. Gleichzeitig jedoch auch an mich wandte. Er hat versprochen zu zahlen und ich denke, er ist verzweifelt genug, dass wir ihm trauen können. Meine Leute haben bereits herausgefunden, wo die Bilder gemacht wurden. Mach dich auf den Weg, sobald du die Koordinaten hast. Okay. Erstmal einen Ping machen. Ich kann dich nicht markieren, schade. Und irgendwo einen Weg finden, wo wir rübergehen können, über den Stacheldraht. Okay, hier dort oben könnte ein Problem werden. Leuchten wir Systemzusammenbruch. Ganz kurz mal warten. Ist schon ziemlich nice. Und ziemlich machtvoll. Die Kameras helfen uns gerade nicht viel. Wow, ernsthaft.
Ich habe ihm den Arm weggeschossen. Naja. Ich meine, why not? Lief doch schon mal gut. Sorry, ich mag es einfach, Sachen in die Luft zu sprengen. Schauen wir doch mal kurz hier hinten, ob es hier irgendwas gibt. Ich komme gleich zu euch rum, Leute, keine Angst. Ich bin gleich da. Reicht. Perfekt. Come out! Let's solve this like warriors! Wir sind da drin. Worauf die schießen? Ziemlich doof. Kendachi Führungs... Frühjahrskatalog. Nehmen hier alle XP mit, das gibt. Kommt doch einfach nach oben. Nice, mittlerweile kriegen wir hier eigentlich fast alles immer geregelt. Mit Sado dein Kopf explodiert. Bin ein Ripper mit Mestzubehör. Das Miststück weigert sich zu essen und ich habe keinen Bock, mich nochmal beißen zu lassen.
stopfen wir ihr einfach eine Menge Magensonde. Einfach eine Magensonde in den Hals und fertig. Wait, da gibt's auch Dateien. Irgendwelche Schwerter. Was ist denn das? Zumindest vorhörst. Wir hätten das auch schön leise machen können, wie es aussieht. In diesen Gängen hier oben. Aber warum leise, wenn es auch mal laut geht? Right? Right. Ich sehe gar nichts hier. Ah, das wird jetzt nichts wahrscheinlich. Nee, schade. Arbeiter. Was haben wir denn hier gearbeitet? Beziehungsweise was ist das hier eigentlich? Ah, die haben Waffen gemacht. Könnte das möglich sein, ne? Vielleicht. Geh gleich da hinein. Ich möchte kurz noch schauen, was hier ist, wo wir da hinein stürmen und wir vielleicht nicht mehr die Chance haben, hier alles zu looten. Gott dank Hiroshi. Zugangschip. Dateien, Notizen. Tag 1. Lauren ist angekommen in gutem Gesundheitszustand. Weigert sich zu reden, hat aggressive Neigungen, weint oft. Tag 3. Lauren hat Kenji gebissen. Tag 6. Stimme aufgenommen, mit Bildern an Bradley geschickt. Tag 10. Gesundheitszustand hat sich verschlechtert. Gewichtsverlust weitaus schwächer. Tag 11. Lauren verweigert die Nahrungsaufnahme. Tag 20. Zwangsernährung mit Nährflüssigkeit begonnen. Tag 25 ist freiwillig frei. Gesundheitszustand durchschnittlich. Tag 30 weigert sich wieder zu essen. Okay. Hört sich nicht so gut an. You want something? Ich will dich retten. I'm getting you out of here. What? Your husband hired me. I'll make sure you're safe. Stupid fucking worthless piece of shit! There, there. You gotta help me, I'm begging you. That's why I'm here. Come on now, let's get up. Ah, ich sehe nicht so gut aus. Ja, das Gesicht ist ein bisschen zu sauber. Head down. Oh.
Wo gehst du hin? Hä? Was machst du? Es ist alles gut. Sind die alle schon tot? Komm mit. Hallo? Und welcher Plan, dass man sie irgendwie... durchschmuggelt durch alle Leute durch? Kein Kontakt. Ich glaube, das war's. Waren, glaube ich, nur zwei. Stierlohn aus dem Gebäude. Komm mit. Da steht deine Abholung. Worked out this time. Don't get used to it. Is there someone who can help you? My mom? Tell her to lay low somewhere. They'll be looking for your family, friends. You understand? Yeah. What about Brad? Just focus on yourself right now. Hey, see that car? It'll take you someplace safe. Thank you. Look out for yourself. Gerne doch. Mission abgeschlossen. Wir haben deine Frau. Lauren is secure. I'm informing Bradley now. Thank you for your help. Contract closed. Und da fahren sie weg. 4200, sehr nice. Das lief doch wieder mal gut. War das doch noch nicht der letzte Auftrag hier? So, das gehört zusammen. Nee. Das ist hier schon die Grenze. Na gut, vielleicht muss man noch die Wakako-Aufträge hier fertig machen. Ansonsten gäbe es hier hinten noch eine Tarot-Karte. Und da oben auch. Theoretisch könnten wir in der nächsten Folge noch hier hingehen. Und die Aufträge hier alle machen. Und ich glaube, das machen wir auch. Somit vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Cyberpunk 2077. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Okay, wait noch kurz. Denk nicht, ich hätte deine Bemühungen nicht bemerkt. Wie? Ich finde, gute Arbeit belohnt man am besten mit mehr Arbeit. Wer weiß, vielleicht kriegst du bald die begehrtesten Aufträge. Und damit, jetzt vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.